Hallo zusammen, ich sitze hier auf der Terrasse in Antigua in der Casa, wo ich die letzten 5 Wochen gelebt habe. Und heute ist der Tag, wo ich genau vor 2 Jahren aufgebrochen bin auf meine Weltreise. Und ich kann es irgendwie gar nicht glauben, wenn ich sage, ich bin 2 Jahre unterwegs. Zu Anfang habe ich gedacht, ach, nach 3 Monaten haue ich in den Sack und komme wieder. Und jetzt sind es 2 Jahre. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an alle, die mich die 2 Jahre begleitet haben, die meine Videos geschaut haben, die meine Bilder geliked haben, die Kontakt mit mir gehalten haben und die trotzdem sich nicht abgewandt haben, obwohl ich nicht vor Ort war und nichts irgendwie mit denen machen konnte. Und auch vielen Dank an die, die mich besucht haben oder die mich aufgenommen haben während der Zeit. Das werde ich auf jeden Fall nie vergessen. Diese 2 Jahre waren definitiv die besten 2 Jahre meines Lebens. Ich habe super interessante Menschen kennengelernt, interessante Orte, aber das, was ich nehme von der Weltreise, ist auf jeden Fall, der Ort macht nicht den Ort, es machen die Personen. Die Personen, die man trifft, darüber entscheidet sich, ob man den Ort mag oder nicht mag. Man kann zwar im Vorhinein schon Gefühl haben, aber selbst wenn man den Ort scheiße findet, man hat die richtigen People dabei, dann kann das die geilste Zeit deines Lebens werden. Und deswegen kann ich eben nur sagen, Sightseeing ist eine Sache, aber geht in den Kontakt mit Leuten, verkapselt euch nicht ein. Und das ist das, was Reisen ist, in Kontakt treten mit Menschen, die Geschichten sich anhören und was daraus mitnehmen. Und ich glaube, ich habe aus jeder Geschichte oder aus jedem Menschen, mit dem ich länger Zeit verbracht habe, irgendwas mitgenommen. Und es hat mich mit Sicherheit bereichert. Und ich hoffe, dass ich einige wieder treffen werde. Ja, und auch manche, wo einem das egal ist, weil man nicht viel Zeit mit denen verbracht hat oder weil man einfach weiß, man passt halt nicht gut zueinander. Aber diese 2 Jahre, ich kann es jedem nur empfehlen. Haut in den Sack, nimmt die Kohle und reist davon. Das ist das Beste, was man machen kann. Und an all jene, die sich nicht entscheiden können, ich habe es nie bereut, das gemacht zu haben. Selbst wenn ich nach den 2 Jahren mit 0 auf meinem Konto nach Hause komme und ich meinen Eltern dafür dankbar bin, dass sie mich aufnehmen, würde ich das jedem empfehlen. Macht das, wenn ihr könnt. Es gibt eigentlich keinen Grund, es nicht zu machen. Es machen auch viele mit Familien. Man muss es nur wollen. Und wenn ihr es wollt, dann könnt ihr es auch schaffen. Wenn ihr euch andauernd irgendwelche Gründe raussucht, warum es nicht klappt, dann wollt ihr das auch nicht zu 100%. Ja, das ist das, so was ich auf jeden Fall mitnehme. Und halt vielen, vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, mein Leben bereichert haben in der Zeit. Und einerseits freue ich mich natürlich, nach Hause zu kommen, weil es auch aufregend ist, wieder ein neues Leben zu starten, einen neuen Job zu suchen und so weiter. Andererseits, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich noch weiterreisen, beziehungsweise ich habe bestimmt die Möglichkeit, könnte noch Workaway machen und sowas. Aber nach über zwei Jahren, denke ich, wenn ich dann nach Hause komme, ist es auch gut. Und ja, ich habe halt noch ein bisschen vor mir, das ist das Gute. Und dann könnt ihr mich dabei noch weiter begleiten und vielleicht mich bis zum Ende begleiten, meiner Reise. Und dann wünsche ich euch und mir natürlich viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns bald wieder hier auf diesem Kanal bei Traveling Fat. Bis dann, ciao.